Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Bevor wir in Crown Falls ein bisschen weiter basteln, möchte ich hier gerade nochmal ein paar minimale Optimierungen vornehmen. Nachdem sich ja die ganzen Items, die ich so im Laufe der Zeit bekommen habe, hier wirklich in den Lagerräumen bis unters Dach stapeln, möchte ich mal schauen, ob ich hier vielleicht noch ein bisschen was verbessern kann. Was haben wir denn hier so? Okay, da sind eh schon epische Items drin. Das beeinflusst mir alles die Bäckereien. Was ist hier schon wieder passiert? Moment mal, aber das hatte ich doch, glaube ich, schon. Ah, okay. Gut, müssen wir mal schnell das Ding wieder aufstellen. Erledigt. So, wo war ich stehen geblieben? Erstmal schauen, dass wir mit den Items hier noch ein bisschen was anstellen können. Also, diese Handelskammer würde, also die beeinflusst auf jeden Fall die ganzen Bäckereien. Hätte aber auch noch Brauerei im Einflussbereich. Na, wo war jetzt die Handelskammer hier? Und die Metzgerei. Dann schauen wir doch mal. Also der fliegt auf jeden Fall mal raus. Das ist einfach nur ein gewöhnliches Item. Und dann schauen wir, dass wir den durch irgendwas Sinnvolles ersetzen hier. Sektkellerei, Rumbrennerei, Metzgerei. Produktivität plus 40. Das ist natürlich schon ganz, ganz ordentlich. Ein epischer Gegenstand. Beeinflusst Metzgerei. Weniger Arbeitskräfte. Dann nehmen wir den hier. Das ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Und damit sind auch tatsächlich 4 Metzgereien beeinflusst. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier oben auch noch irgendwo eine Handelskammer. Und ich glaube nämlich ehrlich gesagt sogar, dass noch gar nicht alle mit komplett Items befüllt sind. Ah, hier zum Beispiel. Da ist halt nur diese eine Dynamo drin, der Elektrizität liefert, und zwar Glühfadenfabrik. Okay. Und was ist hier noch beeinflusst? Melzerei und einmal Holzfäller. Okay, das ist zu vernachlässigen. Aber auf jeden Fall diese Glühfadenfabrik. Mal schauen, was kann man denn hier sonst noch so alles reinschmeißen? Was haben wir denn hier noch so übrig? Eiserne Werksglocke. Okay, so schlecht ist das natürlich auch nicht, weil das alle Produktionsgebäude beeinflusst und einfach minus 30% Arbeitskräfte. Haben wir dann noch eine bessere Glocke? Ich glaube nicht. Ja, dann schmeißen wir die Glocke auf jeden Fall mal hier rein. Ah, sehr gut. Die Feierlichkeiten sind beendet. Und darüber hinaus, einen Sockel hätten wir noch frei. Uhrenwerkstatt, Goldschmiede. Ja, das bringt mir alles nichts. Konservenfabrik, Hochradhalle. Nee, nee, nee. Was haben wir hier? Dampfwagenfabrik. Nee, ist auch nicht im Einflussbereich. Tierhöfe, Metzgerei, Schweinezucht. Ja, ich bräuchte also entweder irgendwas Spezifisches nochmal für die Glühfadenfabrik, aber da habe ich wahrscheinlich nichts. Oder halt nochmal irgendein Item, was alle möglichen Produktionsgebäude beeinflusst. Aber da ist jetzt, glaube ich, gar nichts Sinnvolles mehr dabei. Glas für die Glühbirnenfabrik. Ist natürlich auch ein bisschen wenig. Bäckerei. Schreinerei. Nee. Ja, da muss der eine Slot tatsächlich frei bleiben, weil ich habe halt einfach nichts, was ich hier reinschmeißen könnte. Nee. Schreinerei. Was haben wir hier noch? Das war noch Melzerei und Holzfällerhütte. Okay, Holzfällerhütte ist natürlich auch eher lächerlich. Aber, na gut, könnte man zumindest hier noch reinschmeißen. Dann ist zumindest... sind die Item-Slots hier alle voll. Dann schmeißen wir das Ding hier noch rein. Hier diese Zwei-Mann-Säge. Dann haben wir hier zumindest mal eine schöne, größere Beeinflussung. So, und zu guter Letzt, hier ist auch noch eine Handelskammer. Da ist halt auch ziemlicher Schrott drin. Beeinflusst Konservenfabrik. Aber ich glaube, da habe ich auch keine Alternative, oder? Für die Konservenfabrik. Was hätten wir dann noch? Das ist die Melzerei, die noch im Einflussgebiet liegen würde. Aber vor allen Dingen halt Brauerei. Und Konservenfabrik. Brauerei und Konservenfabrik. Bäcker, Bäcker, Tierhöfe, Sektkellerei, Rumbrennerei, nein, nein, nein. Dampfwagenfabrik, ja, das bringt mir an der Stelle alles nicht so wirklich was. Also eigentlich gar nichts. Schreinerei haben wir hier auch nicht im Radius liegen. Konservenfabrik, okay, die können wir auf jeden Fall noch reinschmeißen. Produktivität plus 30, Unterhalt plus 10, okay, ist egal. Aber den schmeißen wir hier mal noch rein. Und vielleicht kriegen wir die hier auch noch ausgewechselt. Gewöhnliche Konservenarbeiterin. Gewöhnlich ist halt, also eigentlich die Zeiten sind ja normalerweise vorbei. Der gewöhnlichen Gegenstände. Aber ich fürchte,
Mehr können wir dann auch schon gar nicht mehr tun. Du hast den Vogel abgeschossen. Nee, sieht nicht so aus. Dann lassen wir das vielleicht doch erstmal so. Nee. Das führt alles zu nichts. Nee, aber immerhin ein bisschen besser ist es ja. Okay. So, es ist sowieso die Frage, ob ich hier wirklich so viele Handelskammern brauche. Ich meine, die brauchen ja auch immerhin... Okay, hier drüben wäre noch eine. Immerhin sind das, glaube ich, 30 Einflusspunkte. Nee, 20, glaube ich, sind es. Aber das ist halt auch echt nicht wenig. Ob ich die wirklich alle noch benötige hier? Was haben wir denn hier eigentlich noch? Aber okay, da sind ganz gute Items drin. Macht einmal Strom, einmal... Oh, minus 50 Arbeitskraft sogar. Das ist echt eine gute Glocke hier. Und der ist auch nicht so verkehrt. Ganz im Gegenteil. Der ist sogar... Oh, der ist sogar ziemlich gut. Negative Attraktivität minus 50. Ja, okay. Also das lassen wir auf jeden Fall mal so. Na gut. Ab nach Crown Falls. Da wollte ich eigentlich noch ein bisschen weitermachen. Und zwar kam neulich mal die Idee in den Kommentaren, dass man doch hier oben... Also ich meine, das ist ja schon wirklich eine sehr, sehr schöne Insel. Und ich habe noch so viel Platz. Ich könnte ja auch hier oben einfach mal ein Dorf hinbauen. Ja, warum eigentlich nicht? Ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen. Bislang habe ich halt die Städte einfach zusammenhängend entwickelt und ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich auch mehrere Ortschaften oder Dörfer irgendwo auf der Insel bauen könnte. Und hier würde sich das ja wirklich anbieten, deswegen machen wir das auch gleich. Aber ich hatte auch noch eine Aufgabe vom Leuchtturm Heini angenommen, die praktischerweise direkt hier drüben stattfindet. Dann gehen wir das Ding mal schnell bergen hier und schauen, was dabei rausspringt. Ich glaube, das war dann tatsächlich auch nicht nur Geld als Belohnung, sondern auch noch irgendwie ein Item. Schau mal, wir werden es gleich herausfinden. Praktischerweise ist das direkt vor meinem Hafen hier. Ziehen das Ding mal an die Oberfläche und schauen mal, was drin ist. Schrott, wie üblich. Ach, gibt es noch mehr? Ah, okay, es gibt doch noch mehr Tauchstellen. Okay, hatte ich nicht gesehen, aber die liegen auch direkt nebeneinander. Wie viele sind es insgesamt noch? Nur diese beiden hier. Okay, dann lassen wir den mal da noch runterschippern und schauen, was dabei rauskommt. Und er lungert immer, der lungert halt immer irgendwo rum. Und irgendwann nach einer gewissen Zeit fragt er mal wieder nett nach, ob er sich hier irgendwo nicht doch niederlassen darf. Ich sage immer wieder nein. Und dann hängt er wieder hier irgendwo rum. Also der fährt wirklich ziellos durch die Gegend. Der hat ja hier keinen Hafen, nichts. Es ist schon irgendwie kurios, was er hier... Er könnte sich auch einfach verziehen. Diese Stadt zieht helle Köpfe. Naja gut, da schauen wir gerade nochmal. Ich habe jetzt die meiste Zeit die Leute wieder rausgeschmissen. Aber wenn jetzt doch epische Leute kommen... Dann lasse ich die doch ganz gerne einziehen. Mal schauen, vielleicht ist ja doch nochmal irgendwas Brauchbares dabei. Na gut, dann bauen wir mal hier unser kleines schnuckliges Dorf in Crown Falls. Crown Fällchen dann vielleicht oder so ähnlich. So, hier oben bei dem See, das wurde mir vorgeschlagen. Ja, das bietet sich natürlich schon an. Ist ja echt eine schnucklige Sache. Und wenn das halt wirklich... Also ich brauche sowieso langsam mal wieder Bauernarbeitskraft, dann wird das halt ein reines Bauerndorf hier oben. Und die brauchen ja auch nicht so viel Marktplatz und ich glaube ein Wirtshaus. Mehr brauchen die nicht zur Versorgung. Aber das kriegen wir hin. Also, Marktplatz. Stellen wir es denn hin hier so. Das soll eh nicht so riesig werden. Hier, dann breiten wir uns da so ein bisschen aus. Und dann lassen wir vielleicht sogar... was wollte ich sagen? Dann lassen wir das vielleicht sogar bei Feldwegen hier. Dann sieht das nochmal ein bisschen stimmiger aus. Warum ist das jetzt hier im Blaupausenmodus? Keine Ahnung. Dann brauchen wir direkt noch ein Wirtshaus. Okay, Feuerwehr wäre natürlich auch nicht so doof, wenn es dann doch mal brennt. Ah, irgendwas habe ich wohl umgestellt. Ich weiß nicht, warum die jetzt alle im Blaupausenmodus direkt gebaut werden und nicht fertig gebaut werden. Muss wahrscheinlich irgendeine Taste gedrückt haben, von der ich nichts weiß. Ah, hier, okay, der Blaupausenmodus hier unten. Kann man das umstellen? Verstehe. Ja, dann bauen wir doch direkt noch eine Feuerwehr dazu. Und der Rest wird halt dann eher so ein bisschen gemütlich gemacht. Bisschen dekoriert. Hier würde ich sogar noch so einen kleinen öffentlichen Platz irgendwo hinzimmern. Schauen wir mal. Machen wir mal so. Das passt schon. Kleines, gemütliches Dörfchen. Und dann stellen wir da noch ein paar Häuser hin. Und das muss jetzt auch nicht irgendwie alles mega symmetrisch sein. Das kann sogar vielleicht sogar ein bisschen chaotischer sein. Ich meine, es ist natürlich dadurch, dass man immer an den 90-Grad-Winkel gebunden ist, hat man da nicht allzu viele Optionen. Vielleicht spendiert wir den sogar, lassen wir zwischen den Häusern noch ein bisschen Platz und machen da ein paar Gärten hin. Da
Das wäre doch vielleicht auch mal eine Maßnahme. Kommt hier noch eine Straße hin und da noch eine Straße hin. Und... Ah, okay, die brauchen aber auch noch einen Straßenanschluss an den Rest der Insel, sehe ich gerade. Okay, hier oben endet eh der Weg. Dann geht es hier so den Bergpass hoch. Zit. Und dann wird hier das Dorf angeschlossen. So. Okay, sehr gut. Bauen wir hier noch ein bisschen was. So in der Richtung. Hier ziehen wir nochmal eine Straße raus. So, damit löst sich dann auch direkt nochmal wieder der Engpass mit der Bauernarbeitskraft. Werde ich sicherlich auch wieder ein bisschen was benötigen von. Machen wir mal so. Und die grünen übrigen Flächen, die füllen wir jetzt einfach mit irgendwelchen Sachen. Den Brunnen kann man natürlich irgendwie so eine Art Mini-Marktplatz noch schaffen. Mal hier drüben vielleicht. Schmeißen wir da noch ein paar Ornamente hin. Was nehmen wir denn da? Ja, dann machen wir auch so ein Pflaster. Dingens hier und vielleicht noch eine Hecke dazu. Na, so. Okay, kleiner öffentlicher Platz. Vielleicht hier dasselbe Spiel sogar nochmal. Auch mit einer Hecke außenrum. So. Und hier kriegen sie einfach irgendwie Gärten halt noch spendiert. Die Leute, die hier wohnen. Auch ganz rudimentär. So. Und steigert ja auch alles unterm Strich die Attraktivität der Insel. Das ist ja auch durchaus in meinem Sinne. Und den Rest füllen wir hier mal so mit den Beeten auf. Und schon ist das alles ein bisschen schicker geworden. Hier drüben machen wir dasselbe Spielchen nochmal. Ja, so ein bisschen die Grundstücke versuchen abzugrenzen, auch wenn das natürlich nicht wirklich funktioniert, aber es wirkt ein bisschen so. Ja, und der Rest kriegt jetzt auch noch hier ein paar Gärten. Die kriegen ein paar Laubbäume spendiert, hier einmal so außenrum. Sowas. Ein paar Pappeln. Und der Rest. Was haben wir hier eigentlich noch? Alte Tränke. Nö, ich finde, diese Blumenbeete, die eignen sich eigentlich schon ganz cool für sowas. Das schaut doch alles ganz nett aus hier. So, kommt man da eigentlich noch irgendwie rüber? Das wäre natürlich auch noch irgendwie cool, so einen kleinen Wanderweg hier anzudeuten, aber ich glaube, das können wir vergessen. Hier drüben kann man sowieso überhaupt nicht bauen. Nee, das ist alles... Ah, hier. Aber auf die Insel kommt man auch nicht, oder? Was befindet sich hier eigentlich? Ein paar Ruinen. Menschen lassen sie hochleben. Wäre natürlich auch noch irgendwie ganz nett gewesen, hier eine Brücke rüber zu ziehen, aber ich glaube, na, es ist alles blockiert hier drüben. Hier drüben können wir auch nicht bauen, so den Berg hoch. Ja, ist doch ganz nett. Kleines Dörfchen. So, das könnte man natürlich auch mal in die Presse schreiben. Was haben wir denn hier schon wieder alles? An negativen Vibes. Ein Rivale, okay, tralala. Kaum noch Obreros. Oh, okay. Obreros Neugiesing. Also da gibt es scheinbar tatsächlich ein Problem. Müssen wir dann auch gleich mal rüberschauen bei Gelegenheit. Keine Änderung. Ja, ich würde es noch minimal erweitern, glaube ich, hier. So nochmal. Und dann hier nochmal Bauernhäuser außenrum. Ich glaube, weitere Versorgungsgebäude, wir schauen gleich mal, aber ich glaube, damit müssten eigentlich alle Anforderungen erfüllt sein. Dann machen wir den Rest hier vielleicht noch mit ein bisschen was Marktplatzartiges voll. Könnte natürlich auch nochmal so einen Zeitungsstand irgendwo mit einbauen. Ja, hier so ein bisschen an den Ecken vielleicht noch irgendwas hinbauen. Ja, kleines Denkmal. Da ein Zeitungsstand.
Und ein paar Piazza-Bänke. So, okay, dann schauen wir mal. Bedürfnisse, ja gut, das ist ja alles gedeckt. Zufriedenheit, mehr als was zu trinken. Und hier ein Wirtshaus brauchen die Bauern halt einfach nicht. Ja, und dann könnte man tatsächlich noch überlegen, ob man sich bei Gelegenheit nicht noch irgendwo anders auch eine weitere Ortschaft noch hinzimmert. Und die halt dann vielleicht auf Arbeiterstufe bringt. Habe ich so auch noch nie gemacht. Also eigentlich eine ganz coole Idee. Gefällt mir ganz gut. So. Also lassen wir es erstmal stehen. Kleines Bauerndörfchen hier oben. Direkt am See. In Bestlage, würde ich mal behaupten. Das ist nicht schlecht. Da lebt sich's ganz gut, glaube ich. Ja. Kann man es aushalten. Vielleicht noch gerade kurz abschließend um diesen zentralen Platz herum. Da werten wir die Straßen noch ein bisschen auf. Sieht einfach netter aus. Aber auch wirklich nur in diesem Bereich hier. Okay. Passt. So, dann schaut's aus. Wir müssen mal schnell noch hier die Bergeaufgabe abschließen. Damit ich meine Belohnung einheimsen kann. So, mal ein bisschen schneller hier, Kollege. Und nochmal. So, was hat er gefunden? Stein von Babel. Mhm. Okay, müssen wir jetzt abliefern hier bei ihm. Abdrehen beginnen. So, ja, dann wäre eigentlich schon noch eine ganz coole Maßnahme, irgendwo nochmal so eine Ortschaft hochzuziehen für die Arbeiter dann eben. Ja, vielleicht hier oben so auf dem Berg? Also bis hierhin könnte ich ja theoretisch noch bauen. Das geht auf jeden Fall hier oben dann schon wieder nicht mehr, ne? Ja, es hat halt einfach keine Verbindung. Aber gefällt mir ganz gut die Idee. Das werden wir auch noch bei Gelegenheit machen. So, aber wir müssen mal schnell in die neue Welt noch rüberhüpfen, weil da gab es ja schon scheinbar, war zumindest in der Zeitung zu lesen. Muss man natürlich, das muss jetzt erstmal nichts heißen. Aber wir haben tatsächlich hier Obrerum-Mangel. Fehlt denen etwas? Bedürfnisse sind gedeckt. Gehen wir mal schnell die Lagerbestände durch. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach insgesamt nochmal ein, zwei Häuser brauche. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber die Grundbedürfnisse sind auf den ersten Blick schon gedeckt. Kaffee sieht auch wieder sehr, sehr gut aus mittlerweile. Schokolade. Wie schaut es mit Rum aus? Aber ich glaube, wir müssen einfach nochmal ein, zwei Häuser hinstellen. Wo ist denn der Rum? Bin jetzt blind. Hier auch mehr als genügend vorhanden. Was brauchen sie sonst noch? Eigentlich nicht viel. Essen, Trinken, Klamotten. Ja, das müsste eigentlich schon passen. Die sind auch zufrieden. Ich glaube, ich brauche einfach nur mal ein bisschen mehr Wohnraum. Beziehungsweise, ich muss ja nur Häuser aufwerten. So schaut es nämlich aus. Wo würde sich das anbieten? Möglichst nicht am Rand direkt, sondern eher hier so ungefähr. Zwei Häuser aufwerten, das reicht ja vollkommen. Dann sind wir hier wieder. Dann passt das mit der Bilanz auf jeden Fall. Das sollte genügen. Okay, gut, gut. Läuft aktuell, läuft. Dann, was können wir noch machen? Eine Ausstellung müsste eigentlich theoretisch auch schon wieder durchgelaufen sein. Ich mache ja eigentlich, heize ich ja eine Ausstellung nach der anderen durch. So, na, die sind aber schon relativ weit entfernt von der maximalen Attraktivität. Aber schon noch im grünen Bereich, würde ich mal sagen. Aber na, okay, kurz vor der vorletzten Küste. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Mal schauen, was wir bekommen haben. Na, immerhin. Ist zwar nur ungewöhnlich, aber ich wollte halt eigentlich tatsächlich mehr von diesen Items nochmal haben. Also das passt schon. Und noch ein bisschen Kram für den botanischen Garten. Naja, geht schon. Ah, schmeiß mal direkt nochmal was. Was hatten wir denn schon lange nicht mehr? Architektur hatte ich jetzt die ganze Zeit und Botanik. Dann machen wir vielleicht nochmal Wissenschaft und Innovation. Dann machen wir auch eine prächtige Ausstellung. Und ich glaube, bis auf Tortillas müsste eigentlich alles in ausreichender Zahl vorhanden sein. Schauen wir mal, vielleicht, also mit ganz viel Glück habe ich sogar noch Tortillas vor Ort, sonst müssen wir schnell mal ein Schiffchen losschicken. Tortillas, nee, sind gar keine mehr vorhanden. 140 waren gefragt. So, Aufgabe abgeschlossen. Was habe ich jetzt bekommen? Sehe ich das vielleicht? Das hast du gut, tatsächlich. Okay. Naja, ist halt auch nur ein seltener Gegenstand, aber immerhin.
immerhin mal ein Item bekommen dafür. So, was wollte ich jetzt genau mal? Schnell Tortillas, eine Ladung Tortillas verschiffen. Richtung Giesing. Schlachtkreuzer bereit. Ah, da kann man schon einen abziehen, das passt schon, kein Problem. Irgendwann wird sich der Pirat mal wieder blicken lassen, aber ihr wisst ja, wie das meistens endet. Oder eigentlich immer. In 100% der Fälle. So, Tortillas. Wo haben wir sie denn? Da. Ja, einmal voll machen das Ding. Und ab in die alte Welt. Sehr gut. Okay, abschließend, dann machen wir uns nochmal kurz, werden wir uns nochmal einen Überblick verschaffen. Glühbirnen ist halt ein Problem hier drüben noch so ein bisschen. Das poppt immer mal wieder auf. Kriegen wir das noch auf die Schnelle gelöst? Glühbirnen, habe ich auch gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, aber die produziere ich doch, glaube ich, auch schon hier. Genau, Glühfadenfabrik, wo ist da der Engpass dann? Glüh. Wo sind die Glühbirnen? Da sind die Glühbirnen. Haben wir gar keine. Und Glühfäden? Naja, auch nicht vorhanden. Also das sind tatsächlich ein zusammenhängender Engpass. Aber ich glaube, die Glühfadenfabrik... Ah, die habe ich drüben stehen. Ja, die Glühbirnenfabrik. Das heißt... Wir schauen mal hier nach, ob hier genügend Glühfäden vorhanden sind. Aber wahrscheinlich ist das der Engpass, oder? Okay, da sind gar keine vorhanden. Aber die Fabrik habe ich doch hier schon, oder? Genau, die Fabrik habe ich hier schon. Okay, mehr Glühfäden. Mehr Glühfäden und das sollte das Problem dann auch lösen. Können wir uns natürlich nicht leisten, klar. Logisch muss ich einfach ein paar Sachen drüber transportieren. Aber wir stellen sie mal im Blaupausenmodus hin. Und ich würde sogar so weit gehen. Ich glaube, zwei wären auch nicht zu wenig. Ja, machen wir. Nochmal zwei Glühfädenfabriken. Und dann werden die... außerhalb der Aufnahme einfach noch fertig gebaut und dann schauen wir, dass wir in der nächsten Folge in Crown Falls wieder ein bisschen weiterbauen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin und macht's gut.